Hallo Kinder, wusstet ihr schon? Kinder haben Rechte. Alle Kinder auf der Welt haben die gleichen Rechte. Mehr als 40 Kinderrechte stehen in einer Vereinbarung, die fast alle Länder der Erde unterschrieben haben. Diese Vereinbarung heißt UN-Kinderrechtskonvention. Sie gilt für alle Kinder von Geburt an, egal ob Junge oder Mädchen, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion. Niemand darf wegsehen, wenn es einem Kind schlecht geht. Es ist die Pflicht von Erwachsenen und Regierungen, euch zu beschützen, euch zu unterstützen und eure Bedürfnisse ernst zu nehmen. Zu diesen Rechten zählt zum Beispiel, dass ihr ein Recht habt auf Schutz. Das heißt, dass ihr zum Beispiel gesund aufwachsen dürft. Dazu zählt auch, dass ihr genügend zu essen und zu trinken bekommen sollt. Bei einer Krankheit sollt ihr zum Arzt gehen können, damit er euch notwendige Medikamente geben kann. Dazu zählt aber auch, dass Kinder nicht geschlagen oder sonstig misshandelt werden dürfen. Kinder sollen keine Angst davor haben, irgendwie in jeglicher Form Gewalt zu erleiden. Ein anderes Recht für euch ist, dass ihr das Recht habt zu lernen. Das heißt, ihr dürft in die Schule gehen. Es ist sehr wichtig, dass ihr Lesen, Rechnen und Schreiben lernt, auch wenn es für euch manchmal recht nervig ist. Es ist wichtig für euch, damit ihr später selbst für euch sorgen könnt. Eine gute Schulausbildung heißt nämlich auch, dass ihr später einen guten Beruf erlangen könnt. Ein anderes wichtiges Recht ist es, dass Kinder nicht ausgebeutet werden dürfen. Auch das steht in diesem Vertrag. Genauer gesagt heißt das, dass Kinder nicht arbeiten dürfen. Es gibt natürlich Ausnahmen. In Deutschland beispielsweise dürfen sich Kinder ab 13 Jahren etwas dazu verdienen, aber nur bis zu maximal 3 Stunden am Tag. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr eure Eltern natürlich fragen müsst, ob ihr dürft. Außerdem dürfen Schule und Freizeit nicht darunter leiden. Kinder haben auch ein Recht, gehört zu werden. Es dürfen nicht nur immer die Erwachsenen sagen, was ihr zu tun habt, beziehungsweise was die Politik machen soll. Vor allem, wenn es um Themen geht, die euch direkt angehen. Freunde treffen, Freizeit haben und spielen. Das macht nicht nur eine Menge Spaß, ihr habt sogar ein ganzes Recht darauf. Auch dies steht in der UN-Kinderrechtskonvention. Und das sind nur einige wenige von ganz vielen Rechten für Kinder. Zum Beispiel habt ihr ein Recht auf Gesundheit. Ihr habt ein Recht darauf, dass kein Kind benachteiligt oder ausgegrenzt wird. Doch wie sieht es nun in Wirklichkeit mit den Kinderrechten aus? Seit es die Kinderrechte gibt, ist es für Kinder viel besser geworden. Aber es bleiben auch noch eine ganze Menge an Problemen. Vor allem in Entwicklungsländern herrschen noch viele Probleme vor. Dort werden die Kinderrechte oft nicht umgesetzt. Kinder müssen dort oft den ganzen Tag arbeiten, für wenig Geld und können keine Schule besuchen, wie ihr hier in Deutschland. Aber auch in Deutschland gibt es Probleme. So sind in der Schule die Kinder nicht alle gleich, wie wir uns das wünschen. Der Erfolg in der Schule hängt sehr stark vom Beruf der Eltern ab. Kinder von gut gebildeten Eltern bekommen auch meistens eine gute Schulbildung. Kinder von Eltern, die nicht so viel Geld haben oder weniger gebildet sind, haben es oft schwer. Für alle Länder gilt jedoch, Kinder werden nur zu selten in die Politik mit einbezogen und an ihr beteiligt. Sie dürfen zu oft nicht mitreden. In Deutschland beispielsweise wäre es gut, wenn Kinder und Jugendliche mehr in der Politik mitbestimmen könnten, vor allem in Bereichen, die sie am meisten betreffen, wie zum Beispiel die Bildung in den Schulen.